Schaltet mal endlich euren Kopf ein. Ich verstehe das nicht. Denkt mal wirklich drüber nach. Die Leute schimpfen täglich und wissen gar nicht, wie gut es ihnen geht. Zum Beispiel, deine langweilige Arbeit ist der Traum eines Arbeitslosen. Deine kleine Wohnung ist der Traum eines Obdachlosen. Dein weniges Geld ist der Traum dessen, der gar keins hat. Dein unruhiges Kind ist der Traum dessen, der gar keine Kinder haben kann. Deine blamable No-Name-Klamotten sind der Traum desjenigen, der ohne Kleidung friert. Dein nerviger Arztbesuch ist der Traum eines Kranken, der sich keinen Arztbesuch leisten kann. Dein scheiß Montag ist der Traum dessen, der keinen Tag mehr zu leben hat. Deine peinlichen Eltern sind der Traum dessen, der gar keine Eltern mehr hat. Dein nerviger Wasserhahn, der die ganze Zeit tropft, ist der Traum desjenigen, der sich so sehr sauberes Wasser wünscht. Denk echt drüber nach, dein scheiß Akku ist wieder leer. Ist der Traum dessen, der sein Leben lang ohne Strom leben muss. Dein langweiliges Mittagessen ist der Traum dessen, der hungern muss. Wenn du heute Morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, geht es dir besser als Millionen von Menschen. In der nächsten Woche, wenn du noch nie Gefahr in einer Schlacht warst, gefoltert wurdest, in Gefangenschaft warst oder hungern leiden musstest, geht es dir besser als 5 Millionen Menschen weltweit. Wenn du deinen Glauben ausleben kannst, ohne Angst haben zu müssen, bedroht, gefoltert oder getötet werden zu müssen, hast du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wenn du Essen im Kühlschrank hast, Kleider am Leib trägst, ein Dach über den Kopf hast und einen Platz zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% aller Menschen. Wenn du dieses Video hier siehst, bist du gleich zweifach gesegnet. Zum einen, weil jemand an dich gedacht hat und zum anderen, weil du nicht zu den 40 Millionen Menschen gehörst, die blind sind. Arbeite, als bräuchtest du kein Geld. Tanze, als würde dich niemand beobachten. Singe, als würde dir niemand zuhören. Liebe, als wärst du doch noch nie verletzt worden. Und lebe, als sei das Paradies auf Erden. Schicke dieses Video an deine Freunde weiter. Wenn du es nicht verschickst, wird auch nichts passieren. Wenn du es aber verschickst, dann wirst du schon jemandem die Augen öffnen und eine Freude beibringen. Schön, dass es dich gibt und sei dankbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Tamer.